Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ja, wir sind total peinlich gestorben beim letzten Mal. Ich hoffe, das passiert dieses Mal nicht. Plötzlich hast du es nicht gesehen, bitte, was da passiert ist. Ich will doch einfach nur diesen dummen Uttermacht mir abholen. Diesen Fertigkeitspunkt, den ich nicht brauche, damit wir dieses Problem auch gelöst haben. Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich da überhaupt hin? Oder? Geil, wie das Energie gekostet hat und ich, naja, hätte abrollen können. Nein. Wir müssen also deutlich vorsichtiger sein, wenn wir da jetzt rausgehen. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Wenigstens Igni, was wir eh nicht mehr benutzen, aber. Hallo? Ja, das Leveln haben sie echt nicht so mega geil gemacht in diesen Add-ons. Also gerade jetzt Blood and Wine, klar, diese komischen Bonus-Dinger, aber man braucht immer Haufens Zeugs, um da irgendwie voranzukommen. Und jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht mehr runterfallen. Ich speichere erstmal. So. Und dann können wir ja mal in den Charakterbogen reingucken, aber meiner Meinung nach ziemlich Euphorie. Jeder Toxizitätspunkt erhöht Schwertschaden und Zeitintensität um 0,75 bis maximal 75%. Das hier hatten wir, Euphorie. So, jeder Adrenalinpunkt verringert den erlittenen Schaden um 15%. Ich brauche 5 Fertigkeitspunkte, also ist das eh erstmal egal. Der Armbrustschaden ist jetzt von 100. Okay, das ist egal. Okay. Ich kann ja jetzt zumindest mal gucken, wohin ich leveln will. Also das hier scheint ja besser zu sein als das hier. Und wird es ja nicht danach kommen. Also muss es mehr wert sein, weniger Schaden zu bekommen, als mehr Schaden zu machen. Was ist das? Mutierte Haut, klingt auch ganz geil. Das hier brauche ich eh nicht, wegen Armbrustschaden, Bums. Deswegen müssen wir gucken, was das hier ist, weil da müssten wir das ja erstmal leveln, um das hier zu bekommen. Metamorphose. Werden kritische Effekte auf den Gegner angewendet, wird ein zufällig ausgewählter Absolut. Rotz, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Adrenalinrausch, also das. Zweites Leben. Wenn die Vitalität 0 erreicht, bist du vorübergehend unverwundbar und regenerierst 100% Vitalität. Der Effekt ist nur einmal alle 3 Minuten verfügbar. Das klingt ja absolut überkrass. Für das A-Zeichen gewirkt durch eine Chance von 25% den Gegner einzufrieren. Niedergestreckte Gegner, die eingefroren werden, sterben sofort. Gegner, die nicht eingefroren sind, erleiden 1916. erleiden 1916 Schaden. Werden magische, einzigartige und Hexerschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichen, muss auch der Schaden. Aha. Ja, also, das ist eigentlich das Krasseste, aber das klingt einfach total overpowered und wir müssen halt ziemlich crazy hinleveln. Also, wir müssten Anforderungen schneiden, die Kälte und Blutbad. Das heißt, wir müssten erstmal magische Sensibilität. Wir müssten erstmal das leveln, dann müssten wir das leveln und dann müssten wir das leveln und dann müssten wir das leveln. Das ist halt einfach zu viel. Das schaffen wir eh nicht mehr jetzt in diesem Add-on. Das heißt, wir können eigentlich nur noch auf das hier gehen und dann entscheiden, ob wir das oder das nehmen. Deswegen, wir brauchen noch 3 Fertigkeitspunkte, um die zu wissen. Moment mal, habe ich das jetzt gelassen mit der Toxizität? Ja. Okay. Jetzt könnten wir meditieren oder wir müssen dann dahin, um das Quest abzuschließen. Dann werden wir natürlich erstmal ein paar Fragis abarbeiten. Das ist halt die Frage, wie viele Fragis arbeiten wir ab? Welche Fragis? Haben wir das ja noch nicht gemacht? Das ist ein Dallas. Also wir könnten jetzt natürlich das hier machen oder wir könnten einfach das machen und dann von hier aus. Weil es erscheint mir irgendwie logischer, jetzt hier hinzugehen und dann hierhin, als hier hinzugehen und dann hier hinzugehen. Weil wenn wir einmal hier sind, dann können wir nämlich direkt in die Richtung dann nach oben weitermachen. Wisst ihr, wie ich meine? Also wir machen dann so. Ja, deswegen gehen wir jetzt zuerst hier hin. Das ist bestimmt ein verlassener Ort, so wie es aussieht. Weil ich weiß, welche Monster da wieder Unwesen treiben. Oh, es ist ganz schön weit. Ich werde erstmal versuchen, hier ein bisschen nach unten zu kommen. Und wenn wir das geschafft haben, würde ich in der Dunkelheit hinreiten und dann würde ich meditieren. Das ist so der Plan.
bitte sei hier unten. Danke. Come on, Plötze, mit einer neuen Trophäe an der am Arsch vom Schleimling. Ich sehe jetzt zwar nicht wirklich viel, aber hier ist irgendwie ein Weg, habe ich das Gefühl. Ja, hier ist ein Weg. Stimmt, ich konnte ja auch die Helligkeit irgendwie nicht mehr. Das war auch lustig irgendwie. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Helligkeit im Hauptspiel Witcher 3 verändern konnte. Und ab dem Add-on Heart of Stone, was ich insgesamt bisher geiler finde als Blood and Wine, obwohl Blood and Wine das größere Add-on ist. Aber ich fand einfach die Geschichte gerade mit Gaunter Odin, der irgendwie ein ganz, ganz... Ach, wir sind schon da, fuck. Sag mir das doch. Scheiße, Mann. Ich fand einfach die Geschichte mit Gaunter Odin, der... Ja, wir müssen erstmal wegrennen, weil... Weil ich will mich heilen, logischerweise. Ich kann jetzt nicht kämpfen. Aber ich will jetzt nicht kämpfen. Hallo, ich will jetzt nicht kämpfen, habe ich gesagt. Wie muss ich denn hier wegrennen? Hallo? Ja, ich fand einfach die Geschichte um Gaunter Odin, der irgendwie total mächtiges Wesen war, mit Anspielung auf den Teufel selbst, meiner Meinung nach. Das war halt einfach grandios, auch wenn es jetzt nicht so lang war wie jetzt. Es war trotzdem sehr lang, aber nicht so lang wie jetzt hier Blood and Wine mit komplett neuer Welt und neuer Karte und alles. Aber was war jetzt nochmal meditieren? Ah. Aber ja, also ich würde, wie gesagt, Gaunter Odin ist eigentlich mein Lieblingscharakter, würde ich behaupten, in Witcher 3. Und aus diesem Grunde hat natürlich Heart of Stone mein Herz, mein steiniges Herz, mein Heart of Stone erweicht. Und deswegen ist für mich, ich glaube auch nicht, dass jetzt Blood and Wine hier noch irgendwas... Sind denn das so Viecher hier? Ach so, naja, egal. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Blood and Wine das noch irgendwie hinbekommt, dass ich jetzt irgendwann sage, oh, das ist... Also, wie gesagt, das ist ja... Das soll halt nicht heißen, dass ich das scheiße finde. Das ist trotzdem ein super geiles Add-on. Ich meine halt nur von den beiden super geilen Add-ons finde ich halt mit Gaunter Odin noch ein Tick geiler. Das ist alles. Versteckter Schatz. Kein verlassener Ort. Hm, hätte ich nicht gedacht. Und wo sind die Monster? Oder ist das ein weiterführendes Quest? Ja. Gespenstischer Ritter, das war's? Na, wie lange soll ich noch machen? What? Ich glaube, wir brauchen hier Irden, oder? Alter, wir machen ja quasi keinen Schaden. Ah, betäubt. Ach ja, da hat so eine große Waffe. Wir können nur zweimal angreifen, bevor er uns wieder kurz stunt. Das ist nicht so geil. Und wir können seine Angriffe auch nicht blocken. Okay, ist irgendjemand krasses? Oder war mal jemand krasses? Das ist einfach nur ein gespenstischer Ritter. Oh, jetzt können wir nur so wenig angreifen, wer ist nervt. Vielleicht ein bisschen mit Art. Aber ich weiß halt nicht, kann ich den jetzt auch insta töten oder nicht? Rein theoretischerweise. Dann wäre es natürlich sinnvoller, kein Art zu verwenden und... Und weiter auf maximale. Unsere Taten im Leben hallen durch die Ewigkeiten. Oh, jetzt haben wir mehr als zweimal getroffen. Was ist da los? Ja, diesmal hat es ja nicht geklappt. Ich bin mal gespannt. Ihr wird darauf geachtet, die irgendwo eine Geschichte rumliegen, oder? Also. Mein wird die Rache sein. In diesem oder im nächsten Leben. Ach fuck, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Wollte gar keine Schwalbe nehmen. Okay, mit ein bisschen Taktik ist er aber nicht schwer. Der Typ. Er hat sein Schwert gedroppt, was eigentlich auch gerade nur Geist war, aber ich kann es nicht aufheben. Das wäre doch mal cool gewesen. Schade. Ah, hier, das ist seine Leiche. Da bleibt gar nicht auch was stehen, oder? Kleine Info für den Papa. Das Trinken. Notizen eines Wandergildenmitglieds aus Philiberts Hanse. Ach so, ein Böser oder was? Stehe ich gerade nicht.
Mein Beruf hat mir immer Freude gemacht. Das Töten ist mir so natürlich wie das Nasenschnauben. Man hat mich zum Ritter geschlagen und das Brigantentum ist eigentlich ganz ähnlich. Erst Blut und Schwerter, dann Wein und Touren zur Entspannung. Aber seit dieser grässlichen Nacht ist alles anders. Mein Schlaf ist voller Albträume, in denen ich die Ereignisse immer und immer wieder durchlebe. Wir hatten das Anwesen im Sturm genommen und Maximus Macrinus ist seinem Nachthemd aus dem Bett gezerrt. Ah, okay, alles klar. Der Brief ist von dem Typ aus der Hanse, aber der Ritter Maximus ist der, den sie umgebracht haben. Doch zuerst mussten wir uns um seine Familie kümmern, so lauteten die Befehle. Aber es ist eine Sache, einen alten Fettsack mit weinfleckigem Bart zu befehlen und eine ganz andere, einen kleinen Rotzlöffel aufzuknüpfen. Er hat gekreischt wie ein Mädchen, als die Jungs ihm die Schlinge um den Hals gelegt haben. Macrinus hat versucht, uns zu kaufen. Er hat mir sogar einen als Kerzenleuchter getarnten Hebel gezeigt, mit dem man einen Zugang zu seinem Familienschatz öffnen kann. Aber Philiberts Befehle waren eindeutig. Dann war Maximus Frau dran. Die Jungs haben sich lange mit ihr vergnügt und Maximus zusehen lassen. Zu lange. Ich kannte den Hurensohn nicht und weiß nicht, was er getan hat, um Philibert dazu zu bringen, so mit seiner Familie umzuspringen, aber mir war es zu viel. Wir befassten uns erst mit Macrinus, als schon seine ganze Familie baumelte. Wir stachen ihn mit glühenden Eisen, schnitten ihm die Ohren ab und schlitzten ihm den Bauch auf. Und während dieser Grässlichkeiten schrie er kein einziges Mal. Er stöhnte nur verhalten. Als es Zeit für ihn war, in einer Pfütze seiner eigenen Exkremente zu sterben, unter dem Baum, an dem schon Frau und Sohn hingen, da sah er mir in die Augen und flüsterte: Mein ist die Rache, in diesem oder im nächsten Leben. Das waren deine letzten Worte. Und urplötzlich zogen schwarze Wolken auf. Ein Sturm erhob sich. Ich gab den Befehl zum Aufbruch. Ich weiß noch genau, wie Philibert grinste, als ich ihm Bericht erstattete. Wie ein Honigkuchenpferd. Er tadelte mich nicht einmal, dass ich das Anwesen nicht habe plündern lassen. Es war eindeutig, dass es ihm nur um eins gegangen war, um Macrinus Tod. Doch die Kunde vom Schatz, den wir auf Casteldacia zurückgelassen haben, verbreitet sich wie ein Lauffeuer um Mont Crane und es bereiteten sich schon ein paar Jungs unserer Hanse darauf vor, noch einmal hinzugehen und nachzusehen. Ich werde mitgehen, ich werde die Überreste der Leute begraben. Vielleicht finden ihre Geister dann Ruhe. Vielleicht kann ich wenigstens einen Teil meiner Schuld tilgen. Vielleicht kann ich dann wieder ruhig schlafen. Ach, es ist nur ein Spiel, aber es tut immer weh, sowas zu lesen. Das ist immer ärgerlich. Oh fuck, was habe ich denn jetzt? Hä? Ich... war doch gerade ein Quest. Verdammt. Oh, garantie Nebenquest, um jetzt hier zu plündern oder den Schatz zu finden. Was irgendwie auch ein bisschen makaber ist, aber... Egal. Das Hungerspiel, Ritter zu Diensten. Ist wahrscheinlich... Genau. Machen wir nämlich das hier erstmal. Hallihallo. Haben doch jetzt alles davon gelootet. Ich nehme den Rotz nicht mit. Sorry. Hier kommen wir bestimmt nicht rein. Brauchen wir aber auch nicht. Irgendeinen Hill müssen wir betätigen. Okay, doch nicht. Dann hier drin irgendwo ein Hebel. Hallo, hallo. Wo bist du? Silberkelch, Silberplatte, eigentlich alles wie Schrott, aber ich glaube zumindest die beiden Sachen sind ein bisschen was wert. Wie gesagt, ich finde es nur ein bisschen makaber, jetzt die ganzen Sachen hier zu klauen, aber why not? Er kann es eh nicht mehr gebrauchen, wir haben ihm Ruhe verschafft, indem wir quasi... Er wurde erst umgebracht, dann hat er als Geist alle umgebracht, die hergekommen sind und ihn geplündert haben, hat dadurch auch seine eigenen Mörder umgebracht, die Vergewaltiger und Mörder seiner Frau, die Mörder seines Sohnes. Und dann haben wir ihn umgebracht, damit er Ruhe findet. Nett, oder? Hä? Gibt's hier eine zweite Etage? Bin ich doof? Okay, hier soll man scheinbar gar nicht rein, oder? Okay, ich bin überaus verwirrt. Findet das Geheimversteck in seinem Haus? Das Komische ist halt auch, wir sind komplett am Rand des Kreises. Seht ihr das? Oben rechts in der Karte? Das verstehe ich halt nicht, weil es muss doch im Haus sein. Es gibt doch kein zweites Stockwerk. Wir sind halt komplett am Rand. Wir sind halt
War nicht in der Nähe von der Mitte. Finde das Geheimversteck in Makrinos Haus mit Hilfe deiner Hexersinne. Jetzt sind wir in der Mitte, aber hier ist doch gar nichts. Hier ist doch kein Haus. Verstehe ich nicht. Rein theoretischerweise gibt es schon ein zweites Stockwerk, wie man sieht. Ach, hier vielleicht? Verschlossen. Aha. Müssen wir irgendwo hoch? Das ist ja für eine Babyklappe. Wir müssen wahrscheinlich nirgendwo hoch, oder? Das ist da runter, wird angezeigt. Das ist da runter. Nicht hier oben. Die wollen schon, dass wir hier reingehen. Irgendein Hebel oder... Kerzenleuchter, aber ich sehe auch keinen Kerzenleuchter. Stuf. Machen wir erstmal Licht. Es müsste uns doch angezeigt werden. Jetzt sind wir auch wieder zu weit weg. Also die Schritte zeigen ja, dass wir woanders hingehen sollen. Seht ihr das? So, und jetzt ist es in der Nähe. Jetzt ist es in der Nähe. Hier war Schrott. Ach, hier ist eine Leiter. Oh mein Gott. Oh krass, wie konnte ich einen Dieb sehen? Oh mein Gott. Peinlich. Ist aber auch so verdammt warm, ey. Ich wusste, dass hier irgendwo so ein Ding sein muss, ey. Hallo. Stiefel brauchen wir nicht. Tagebuch nehmen wir mal mit. Färbemittel sind immer viel wert. Tagebuch in kunstvoller Kalligrafie geschrieben. Es ist nicht zu fassen, dass dieser Bastard Philibert von Witan ins Herzogtum zurückgekehrt ist. Er scheint nicht alleine gekommen zu sein. Nein, er hat eine Bande von Halunken zusammengestellt, die jetzt reisende Kaufleute überfallen. Der Sohn eines Ritters ist zum Briganten geworden. Was für eine Schande. Meine Ritterbrüder warnen mich, dass Philiberts Tante schon mehrere Männer Informationen abgepresst hat über meine Familie. Habe ich Anlass zur Sorge? Ich weiß, dass Philibert tiefer nicht sinken kann, aber würde er wirklich die Hand gegen jemanden erheben, der ihm einst das Leben geschenkt hat? Ist das der Vater oder was? Anscheinend, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, war das der Vater und hat er seine Eltern umbringen lassen? Oh mein Gott. Oh Gott, ich will gar nicht mal darüber nachdenken. Okay, jetzt würde ich aber ganz gerne... Maximus Macrinus war ein fahrender Ritter, der für seine Gnadenlosigkeit gegenüber Banditen in Champs de Soes berühmt war. Nach einer langen und ereignisreichen Karriere hängte er sein Schwert über den Kamin des Anwesens seiner Familie und setzte sich zur wohlverdienten Ruhe. Niemand weiß, wie es zum nachfolgenden Mord an seiner ganzen Familie kam. Einige behaupten, ein Riese sei von den Bergen abgestiegen, andere meinen, Macrinus hätte es sich mit einer der größeren Hansen verscherzt. Fest steht nur, dass heute niemand, der bei Verstande sich in die Nähe von Castel Cassia wagt. Wir sind verrückt, wir sind trotzdem hingegangen. Und irgendwo hier war das Ding mit der Kuh, deswegen gehen wir da jetzt einfach hin, da brauchen wir auch gar nicht erst groß das Quest wählen, denke ich mal. Los, los! Mann, warum konnte ich nicht kommen zu dem Zeitpunkt, als sie hier eingefallen sind, damit ich den guten Mann und seine Familie retten konnte? Das ärgert mich. Ich bin einfach zu gut für diese Welt. Plötze, was ist los? Bitte weiterreiten, danke. Nein, bitte kein Berg. Oh, was haben wir hier?
Ach, das gehört schon dazu, oder was? Das ist schon der Vorposten quasi. Naja, ich glaube, das ist einfach nur ein runtergekommenes Lager. Okay, ich glaube, das muss ich eh gleich absteigen, weil, genau. Ich weiß leider gar nicht mehr ganz genau, wo der ist, der Typ. Vielleicht muss ich das Quest doch auswählen. Am Ende war da mit da oben, also da, wo wir gerade waren, bei den Leuten. Fuck. Ja, okay, war dumm. Ich hätte es einfach direkt machen sollen. Was war ein Hexerauftrag? Boah, mir ist so warm. Oh, da irgendwo. Ah, hier unten. Ich war gar nicht so weit weg. Geschafft! Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja, natürlich. Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann ist jetzt alles klar, okay. Was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe für eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack! Okay, scheint länger zu dauern. Ich verabschiede mich dann nochmal. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Dann viel Glück. Leb wohl. Darf ich nochmal erinnern, dass wir jetzt für diesen Auftrag 800 Kronen bekommen haben und damals für diesen krassen Shit mit dem Zwerg in der Bank haben wir nur 500 bekommen. Das ist unglaublich. Na gut, jetzt sind wir wieder wo ganz anders. Sehr, sehr schön. Die Starter gucken wir beim nächsten Mal in Ruhe an. Bis zum nächsten Mal, Paxis.